An einer Stelle möchte ich leise widersprechen, denn auch früher schon sind Menschen in die Politik gegangen, weil sie sonst nirgendwo mitspielen durften. Ja, glauben Sie allen Ernstes, Roland Koch hätte mit 17 Jahren freiwillig extra einen noch nicht existierenden CDU-Ortsverband in seinem Dorf gegründet, wenn man den irgendwo anders hätte mitspielen lassen. Haben Sie das Foto mal gesehen, wie der Koch damals ausgesehen hat? Es gibt dieses Foto, wo der mit 17 da steht. Da sieht er schon genauso aus wie heute. Der hat denselben Anzug an, dieselbe Krawatte, derselbe Charme springt ihm aus dem Gesicht. Der Mann ist niemals jung gewesen, deshalb schimpft er auf alle jungen Leute. Das ist doch völlig klar. Wenn man das Bild sieht, kann man sich genau vorstellen, wie der Koch damals in der Tanzschule keine abgekriegt hat. Und jetzt erlebt er das wieder. Die Ypsilanti will ihn ja auch nicht. Die Ypsilanti will ihn. Seine eigenen Parteifreunde wollen nicht wirklich mit ihm spielen. Haben diesen Scheidungsbrief in der Zeit geschrieben. Da, ne? Hat sich jetzt Ole von Beust wieder von seinem eigenen Brief distanziert. Ole von Beust hat sich jetzt wieder hinter Roland Koch gestellt. Aber nur, damit er dem Koch nicht in die Augen gucken muss, wenn er über ihn herzieht. Nur die Merkel. Aus irgendeinem Grund hat die Merkel Verständnis für Roland Koch, meine Damen und Herren. Und die hat ja gesagt, es wäre die staatsbürgerliche Pflicht von Frau Ypsilanti, sich mit Roland Koch einzulassen. Naja, die Merkel. Die hat doch bloß Angst, dass der Koch, weil das in Hessen schief geht, bei ihr am Kabinettstisch landet, meine Damen und Herren. Das ist doch die Angst von der Merkel. Und so weit geht die Vaterlandsliebe von der Angela Merkel dann halt auch nicht. Aber einer muss sich doch erbarmen, oder? Eine muss ihn doch nehmen, die Ypsilanti oder die Merkel. Wie hat man früher jungen Frauen in solche Situationen geraten? Mach die Augen zu und denk an Deutschland. Ich meine, wenn es Menschen gibt, die freiwillig im Dschungelcamp sich da mit allerlei unappetitlichem Getier, da muss es doch auch Leute geben, die freiwillig bereit sind, mit Roland Koch sich an einen Kabinettstisch zu setzen. Das muss, vielleicht kann der Koch ja auch selber mal den Gentleman spielen und dahin gehen, wo ihn die Wähler hingeschickt haben, nach Hause. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Mann kann doch in Rente gehen, oder? Der kann den Rest seines Lebens prima in der Münchner U-Bahn auf Streife fahren. Das wäre doch eine schöne Aufgabe. Das wäre doch mal was. Vom Feldherrenhügel an die Front, meine Damen und Herren, quasi. Und der Roland Koch könnte sich das mit der Rente locker leisten. Als Politiker kann man sich das leisten. Als Normalsterblicher können sich die Rente nicht mehr mit 65 mehr leisten. Wenn Sie heute in Rente gehen und Sie haben 35 oder 40 Jahre lang als Verkäuferin oder als Sekretärin gearbeitet, dann gehen Sie mit 850 Euro im Monat in Rente. Das ist ja eine realistische Zahl. 58 Euro im Monat, dann machen Sie erstmal ein Fass auf, oder? So, dann kündigen Sie am besten Ihre alte Wohnung und ziehen in das Fass. Denn jetzt kommt 10 Jahre lang keine Rentenerhöhung. Oder wenn, dann eine, die man mit der Lupe suchen muss. Dafür 10 Jahre lang Preissteigerung, Inflation, 2% jedes Jahr. Letztes Jahr waren das sogar 2,7%. Sie sagen, es ist alles noch viel teurer geworden. Ja, aber das bilden Sie sich ja nur ein. Das hat der Michael Gloß gesagt, das sei gefühlte Inflation. Und das muss man statistisch auch sauber sehen. Natürlich, Butter ist 34% teurer geworden, haben Sie recht. Benzin ist 15% teurer geworden, Strom ist 10% teurer geworden. Bäckereiprodukte 10% teurer geworden. Ja, aber zum Beispiel Flachbildfernseher, die sind billiger geworden. Und Drucker und Computer auch. Das heißt, wenn Sie als mündiger Bürger die Inflation vermeiden wollen, müssen Sie nur die richtigen Produkte kaufen. Warum schmieren Sie immer Butter aufs Brot? Schmieren Sie mal einen Drucker aufs Brot, ist doch kein Problem. Michael Gloß, wieso ist Chefsminister geworden? Weiß das einer? An einem Begriff wie der gefühlten Inflation erkennen Sie, dass unsere Politiker keinen Bezug mehr zum Alltag haben, in dem ihre Wähler leben.